Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Die Schminkfee-Kanal. Mein Name ist Christine und heute habe ich die Monatsfavoriten für den Monat März für euch. Gerade wenn es noch ein bisschen kalt ist, liebe ich es ja zu baden. Also generell liebe ich es ja immer zu baden. Aber ich habe zwei Monatsfavoriten. Einmal von Kneipp, das Cremebad Streicheleinheit. Das ist wunderschön und ihr kriegt super schöne zarte Haut dadurch. Und das ist mit Hafermilch und Macadamia-Milch. Und es riecht wirklich super gut und deswegen kann ich euch das unbedingt empfehlen. Ein nächster Monatsfavorit von mir ist das Cleopatra Bad von TT Sept und das ist auch super schön. Es ist so ein bisschen milchig, aber auch sehr angenehm und ideal zum Entspannen. Dann ein Shampoo, was ich euch unbedingt empfehlen kann, das ist von Goldwell, das Scalp Specialist. Und dieses Shampoo ist sehr gut, um euer Haar wirklich zu befreien von diesen ganzen Rückständen, also von Haarspray, von vielleicht Trockenshampoo und damit bekommt ihr wirklich alles weg. Und das Shampoo ist super angenehm auf den Haaren, also ich habe schon andere Shampoos gehabt, so Reinigungsshampoos, sind die Haare hinterher so filzig und trocken geworden und das ist bei dem überhaupt nicht der Fall und deswegen ist es auch ein Monatsfavorit von mir. Ein weiterer Monatsfavorit ist die Winterdusche, ebenfalls von Kneipp. Und diese Cremedusche riecht wirklich sehr gut, also ich liebe es, wenn man sich damit duscht und deswegen ist es auch ein Favorit von mir. Ein wirklicher Langzeitfavorit von mir ist das von Origins, das Cheeks and Balances. Und das ist wirklich sehr gut. Ihr braucht ganz wenig Produkt und es schäumt super gut auf der Haut. Ihr kriegt alles entfernt und deswegen ist es wirklich eines meiner absoluten Favoriten und das schon über Jahre hinweg. Und deswegen kann ich euch dieses Produkt wirklich sehr empfehlen. Ein weiterer Monatsfavorit von mir ist von Rituals die Handcreme. Und die ist mit Kirschblüte und Reismilch und die riecht so gut. Also selbst wenn man so ein paar Zentimeter von den Händen entfernt ist, man riecht einfach noch diesen Duft. Der ist so gut. Und die Handcreme hat auch noch Lichtschutzfaktor 15, was ideal ist, weil man ja doch jetzt wieder öfter rausgeht. Zwei weitere Monatsfavoriten von mir sind diese Cushion. Das sind diese Make-up-Kissen und die sind super praktisch, gerade wenn man so viel reist, viel unterwegs ist. Man braucht nur noch das. Und gerade wenn man so viel unterwegs ist, ist es ideal für die Handtasche. Ich habe natürlich beide gekauft, einmal von L'Oreal und einmal von Maybelline. Ich finde sie beide sehr gut, wobei der von L'Oreal noch ein bisschen heller ist. Aber sie haben beide Lichtschutzfaktor drin. Und für mich steht der praktische Aspekt einfach im Vordergrund, da ich die einfach in meine Handtasche tue und somit immer greifbar habe. Ein weiterer Monatsfavorit von mir ist von Altera Naturkosmetik das Kompaktpuder. Und das ist wirklich sehr gut. Ich habe es in der Farbe 01 Light und das ist auch mit Bio-Granatapfel. Und ich finde das Puder sehr gut. Ich habe es auch heute wieder drauf und ich bin sehr zufrieden damit. Und zum Schluss noch zwei kleine Monatsfavoriten, ohne die ich gar nicht mehr leben kann. Und zwar sind das die Camouflage-Cremes von Catrice. Und da habe ich einmal den Wake-Up-Effekt und einmal Anti-Shadow. Und ich finde die beide sehr gut, weil ich ja doch leider durch die viele Arbeit ein bisschen zu Augenringen neige. Und damit kann man die einfach wegzaubern, beziehungsweise hat wieder einen wacheren Blick. So ihr Lieben, ich hoffe, euch haben meine Favoriten im März gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Ansonsten freue ich mich wirklich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und sage Tschüss und bis bald.